Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subsistence. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ja, heute müssen wir Kupfer finden. Wir wollen ja immer noch ganz, ganz herzlich gern Solarzellen bauen. Am liebsten 200.000 Stück, damit wir hier Strom haben bis zum Ende der Welt. Obwohl, das Ende der Welt scheint ja schon gekommen zu sein. Brauchen tun wir 15. Haben tun wir 12. Also brauchen wir noch ein gutes Vorkommen für einen. Aber wir gehen jetzt auf Tour und ich habe noch dreimal eine volle Ladung Schrot, also sind wir ziemlich sicher. Aber das hier bunkere ich erstmal weg, sehe ich gerade. Okay, das wollen wir nicht mitnehmen. Okay, auf Kupfersuche, ist ja spannend. Haben wir wenigstens mal ein Ziel vor den Augen. Oh, guck mal, schon wieder ein Magazin voll. Sehr schön, machen wir das mal ordentlich. Ne? Zappili zupp, zippili zapp und noch ein Schuss Pistole, dann haben wir schon. Da können wir einen Krieg führen hier, ne? Mit Pistole auf jeden Fall. Gut, ich vergesse den Star Wars, den Rogue One. Cooler Film, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall sehr anders als die Star Wars Filme, die wir vorher gesehen haben. Logisch, weil es ganz andere Charaktere sind. Aber sau interessant auf jeden Fall. Sehr schön gemacht. Zwei Benzin. Tue ich mal schnell hier mit rein. Zap. Wir lassen den aber nur aus. Okay, aktuell verbrauchen wir wahrscheinlich Strom, ne? In 03. Okay, ist Nacht, deswegen produzieren wir auch nichts, ist klar. Also fast nachts. Wir machen gerade 0,03 mit zwei Solaranlagen. Oh Gott, und verbrauchen 0,52 mit dem blöden Laser. Verdammt. Das ist aber auch eine Plackerei, ist das hier. Stell dir mal vor, ihr müsst so ein Leben führen. Jeden Tag muss man spazieren gehen, jeden Tag muss man Erz holen, essen. Oh, so anstrengend. Aber auch irgendwie schön. So ein Hasi lassen wir raus. Wie sieht es überhaupt aus bei dir? Der isst echt wenig, ein Hase, ne? Den geht's echt gut. Wo ist er, Hasi? Da ist Hasi. Er ist Level 5. Wird heute bestimmt Level 6. Und wenn wir Glück haben, finden wir noch einen Hasen, aber die sind immer so schnell und erschießenmäßig finde ich es irgendwie gemein. Nein, anders kriege ich die ja nicht. Verdammt. Okay, Jagdhütte. Ich bewege mich einfach mal in irgendeine Richtung, jetzt ganz grob. Und wie gesagt, ich brauche ja noch ein Küpferli. Da hinten strahlt mich doch schon was an. Seht ihr das da? Was ist das? Hm. Eine Tasche. So. Oh, geil. Oh geil. Okay. Ein Kupferli. Oh nein, das ist Kupfer. Ehrlich. Wir haben Glub. Vielleicht schaffen wir ja noch zwei Solarzellen heute. Nein, das glaube ich nicht. Warum kriege ich das jetzt nicht? Gib mir das. Ja, hier ist ein dickes Deck. Bam. Sechs Stück. Sechs Stückele. Okay, das gehen wir direkt einschmelzen, damit das fertig ist, damit wir bauen können heute. Das Ziel dieser Folge, eine Solaranlage. Und ja, das werden wir auf jeden Fall meistern, glaube ich. Sehr schön. Okay, schwer bewaffnen. Und wieder die Fibers einsammeln. Gibt es ja genug mittlerweile. Anfangs hat man wirklich Fibermangel gehabt, aber das Problem haben wir schon lange nicht mehr. Ich hätte auch schon ein paar Tage kein Patch mehr erlebt hier im Spiel. Schade eigentlich. Ich würde mir da noch mehr Inhalt wünschen. Boah, ich will, muss da hoch, ey. Wir müssen unbedingt da oben die Dinger bauen, weil das einfach nur optisch auch verdammt geil aussieht und natürlich auch viel effizienter ist, ne? Genau. Wir schmelzen einfach alles ein. Zap. Boah, der verbraucht immer also so viel Strom. Und nur 0,7 kommt rein. Wir brauchen, wie viele braucht man denn dann? Und die muss man dann komplett upgraden. Ist nur upgraden besser oder ist nur einfach ganz viele Energie-Solarzellen bauen besser? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Okay, Essen, Trinken, ist alles top. Na gut, das nehmen wir jetzt mit, das bisschen ist jetzt nicht so drastisch. Da oben wohnen unsere Nachbarn. Die sind nicht so gefährlich, finde ich irgendwie mehr. Die putzen wir so weg. So, oh, hier bin ich doof gelaufen. Ganz blöd. Naja, ist ja so, ich spiele jetzt erst zum ersten Mal heute. Nein, Quatsch. So. Kupfer. Das scheint hier wohl das eher seltene Erz zu sein. Willst du Hallo sagen? Schütteln mit dem Kopf. Schlecht gelaunt heute. Muss arbeiten. So, achso, meine Frau war das. Ne? Ich hab's nicht wundern. So, Erz. Und Sanitaschen. Das wünsche ich mir. Oh, das sieht doch richtig cool aus mit der Solarzelle auf dem Dach, ne? Wenn da so drei, vier Stück hintereinander stehen, stelle ich mir das schon verdammt hübsch vor und natürlich auch sehr effizient. So. Ich werde nichts mehr finden. Ich kenne noch mein Glück. So.
So, immer Richtung Bären. Ah, der ist schon sehr nah. Jetzt haben wir hier die Jagdhütten, müssen wir aufpassen. Und ich renne da oben hin. Ich höre einen Hasen, aber die fange ich so nicht. Es geht bestimmt, wenn man den lange genug hinterher rennt, aber habe ich keine Lust. Ein Snack, hau ich mal rein. Obwohl er eigentlich nicht nötig war, ne? So, Bärchi. Gibt auf. Okay. Da oben sieht es ein bisschen cooler aus, ne? Für Erz. Und das ist noch eine Tasche. Eine Kiste. Einmal den Brocken hier absuchen. Gut. Wir können aber jetzt nicht jede Folge Erze suchen, nur das ist ein bisschen langweilig, aber wir müssen jetzt ja erstmal ein paar Solarzellen aufbauen und dann hoffe ich, dass in der nächsten Zeit mal wieder ein schöner Patch reinkommt mit was Neuem, wie zum Beispiel ein Flitzebogen, den ich mir immer noch sehr, sehr wünsche. Aber da müssen wir einfach ein bisschen warten. Der Entwickler, der soll es ja auch vernünftig machen. Der soll ja einfach irgendwas reinhauen. Am Ende haben wir so einen super Bogen, obwohl der mich auch freuen würde. So. Ich nichts finde. Nix Erz. So. Hm. Oh, ist das leer hier, ne? Die Ecke. Aber was findet man immer? Tiere. Gibt es denn keine Blaubeeren mehr? Ach, da oben. Eisen. Oh, scheiße, der Bär ist aber... Uah. Riskiers. Ja, hat die Interesse an mir verloren. Sehr cool. Noch mal ein bisschen Eisen. Wir wollen ja mal wieder Lockpicks machen, auf jeden Fall. Damit wir mal wieder ein paar Kistchen aufmachen können. Am besten mal so zwei Lockpicks oder sowas. Die kosten ja nur Eisen und das produzieren wir ja gerade in Massen. So. Eisen. Oh. Die sind auch nicht ganz so oft vertreten hier auf diesem Fleckchen Erde, ne? Da ist was. Das ist Eisen. Na, den ignoriere ich nochmal. Das Knurren. So, das waren wieder 5. Boah, krass, ne? Wie schnell man an Eisen kommt, wenn man richtig danach sucht, auf jeden Fall ganz gut, ne? Was ist denn der? Der Wolf. Aha. Ah, das ist so Risiko. Nein, nein. Okay, ein Tier musste immer wieder sterben. Ich habe ein Bein gebrochen. Ich hatte noch nie ein verdammtes Bein gebrochen. Das können wir bestimmt nicht mehr schnell rennen, ne? Wir können nicht mehr schnell rennen. Aber der wird ja Stoff haben, der Bär, ne? Krass, der hat mir ein Bein gebrochen. Wieso hat er das getan? Nur weil ich mit einer Schrotflinte auf ihn schieß. Oh, 4 Fett, 1 Stoff. Was kostet mir denn so ein... Da brauchen wir noch einen Sticky. Aber der ist ja wohl kein Problem. Den machen wir uns locker. Aber 4 Fett, das ist schon mal gut. Das ist jetzt die Maximalgeschwindigkeit. Wie schlimm ist denn das, bitte? So. Fam. Ein Sticky. Einer der Sachen, die am schnellsten zu craften sind. Komisch. Das dauert ja alles eigentlich gleich lang, wie das hier. Ich habe zwar nur eins auf Lager, ich weiß, aber sonst laufen wir jetzt die ganze Zeit so lahm. Da habe ich ein bisschen Bammel. Dann kommst du kein Tier mehr. Dann hast du den Salat. So. Broken Leg. Buh. Jetzt sind wir geschient und eigentlich wieder topfit, ne? Hui, wir können wieder normal rennen. Blaubeeren. Ja, danke, Bär, ne? Fürs gebrochene Bein, aber auch für dein Fett. So. Ich hab's fast geahnt, dass das passiert mit denen. Also nicht mit dem gebrochenen Bein, dass der Bär uns attackiert. Ich hab's hervorgerufen. Gut, suchen wir noch ein wenig... Was ist das da? Fahn. Erzi. Perzi. Und dann mal, wer das gute Eisen da oben ist. Erz. Aber Kupfer, warum ist denn das so mega selten? Ich brauche eine Tasche voll davon. Das will ich mir einschmeißen. Das ist wieder Potassium. Das will ich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Oder ist das Eisen? Lässt sich gerade schwer einschätzen. Das ist Potassium.
Boom. Eine Mine. Also ich würde mir ja noch wünschen, dass die Map sich so ein bisschen... Oh, die Map sich so ein bisschen verändert. Vielleicht noch eine Mine oder eine Höhle, besser gesagt, wo man so ein bisschen Abenteuer erleben kann. Vielleicht sogar noch ein ganz klein bisschen Story, ne? Das wäre cool, wenn man was findet. Oder Blaupausen oder sowas noch finden kann von was. Das wäre auch noch ganz cool. Also die Startsachen, die sollte man schon haben. So viel Kupfer habe ich jetzt. Achso, ja, ich habe es schon weggebracht. Gehen wir mal hier durch, ne? So, frischer Tag war ja gerade, ne? Haben wir in der letzten Folge ja so gemacht. Beendet den Tag. Die Folge am Anfang des Tages. Mein Gott, schwierig. Tag, Tag. Ich sehe nichts. Wir müssen mal langsam wieder Richtung Heimat. Hier ist auch ein Ende. Ein Ende der Map. So. Vielleicht noch ein bisschen vergrößern die Map oder so. Ich weiß nicht. Was würdet ihr euch noch gerne vorstellen können, was so map-technisch betrifft? Von Bauzeugs wie dem Bogen, das haben wir ja schon mal besprochen. Das wäre eine coole Sache. Auf jeden Fall. Oh, eine abschließbare Kiste. Oh, ein Bär. Aber Picklocks sind so gut wie in Arbeit. Und dafür brauchen wir dieses Material hier, was wir hier drin finden. Zap. Ein paar Bärchis haben wir wieder dabei. Obwohl, da waren Bären drin, ne? In der Kiste. Also manchmal sind sie doch schon ein bisschen random, die Kisten. Und meine absolute Lieblingskiste letzte Zeit. Dann können wir wieder einen Blaubeersaft machen. So. Sehr schön. Loot, Loot, Loot. Und das Eisen da unten. Sonst sehe ich eigentlich eher wenig. Da oben ist nur eine Kiste. Oh, die ist so weit weg, ey. Ich habe keinen Bock, so weit zu laufen. Gerade frisch das Bein geschient. Wo soll man das eigentlich noch nie gespielt, ne? Boah, wie soll man denn so zielen? Okay, aufgeben. So, und die leckerste Tasche der Taschen. Zap. Wow. Bärchen Power, würde ich sagen. Ne? Irgendwie können wir eine essen. Da geht es nämlich gerade im gelben Bereich. So klein ist die Map jetzt nicht. Also ich würde nicht sagen, der muss sie unbedingt vergrößern. Oh, da ist eine Sandtasche. Da muss der Wolf dran glauben. Und Potassium. Oh ne, der Bär aber nicht. Eine schöne Munition. Ich will die Sandtasche haben. Da war noch einer. So. Ganz schön was los. Oh. Oh. Oh, hier am Arsch der Welt würde ich aber nicht sterben. Aber die kosten mir jetzt halt immer zwei Schuss, weil ich mich nicht schaffe zu bücken schnell genug. Ärgerlich. Das kann man mit EC abbrechen, falls der Bär jetzt angrifft. Ich schätze mal, er tut... Oh, ist immer... Okay, der Bär ist direkt auf der Sandkiste. Auf Wiedersehen, meine Lieblingskiste. So, wir müssen gleich mal Munition nachschauen. Oh Mann. 7 Schuss, das ist immer noch gut. Haben wir ein paar Schuss gefunden. Also einen, glaube ich. So, Riesenbrocken hier. Ja, mit Munition hat man eigentlich das Spiel im Griff, sage ich mal. Man kann natürlich trotzdem sterben. Ich kam jetzt gerade nicht schnell genug aus dem Menü raus, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Aber ansonsten kommt man eigentlich ganz gut klar. Aber man kann dennoch immer noch sterben. Es ist immer noch wildes Survival hier. Wenn denn noch mit einbauen würde, dass die Kleidung an Qualität verliert durch Angriffe oder so, so wie bei Ark, das wäre fast gemein, aber auch wiederum realistisch, ne? Realistisch. Ich glaube, da war eine abschießbare Kiste auf dem Weg irgendwo. Oder habt ihr jetzt von geträumt? Ja, von geträumt. Obwohl, interessiert mich nicht. Ich würde es ja eh nie aufschießen können. Gut. Dicke Brocken. Kiste, Kiste, Sunny-Kram. Ne, das ist Muni. Da ist irgendwas Dunkles. Das sind aber manchmal nur Blätter. Die ärgern mich immer. Okay. Oh, eine Sandtasche. Sehr schön. Mein Huhn war nur 25 KP. Hab ich gesehen. Und hier
Die verbackte Tasche. Da oben ist noch eine. Oh Mann, wie viele Taschen es gibt, ey. Eigentlich bin ich auf Erdsuche. Oh, schön. Oh, wunderschön. So. Löwe, wollte ich gerade sagen. Viech. Zap. Also unsere Kupfer müsste mittlerweile safe sein. Ich hätte aber gerne, ehrlich gesagt, nur mehr Kupfer mitgebracht. Das war ja mal echt nix, ne? Was wir am Kupfer gefunden haben. Die miserable Ausbeute. Aber für unsere Verhältnisse, glaube ich, schon dennoch ganz gut. So. Wollen wir nach Hause, ne? Grob Richtung nach Hause. Und vielleicht finden wir noch ein Küpferli. Das wäre ganz schön. Und ich würde es mir doch so sehr wünschen. Schwören können, da hat mich was angelacht. Nee. Auch da irrte ich mich. So, Fallen, wie gesagt, das habe ich ja schon mal erwähnt. Fallen hätte ich gerne. Das wäre auch noch cool. Dass man, aber da dürfte man auch selber reintrinken können. Das wäre auch noch. Als nur als Fairness halber. Okay, ich muss meine Emotionen jetzt nicht vergeuden. Obwohl ich so gerne mehr Fett haben würde. So ein Level 3 Wolf hat da schon ein bisschen Fett drin. Da ist noch Fiber. Kann mich mal. So. Der Jäger? Forstischt? Deine Ausdauer ist nicht gut. Was gibt's? Was haben wir denn für ein Problem? Wir müssen vegetarisch essen. So. Schön hacken. Okay. Die sind einfach nur neidisch auf mein schönes Haus. Soll Energie nutzen die selber gar nicht, weil sie nicht brauchen wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich genug Energie. Scheiße, ist alles voll. Was soll ich denn jetzt hier lang? Vielleicht lenken sie mich ja Richtung guten Erz. Uah. Alles voller Viecher. Und da ist ein Erz. Das wird aber Potassium wieder sein. Eisen, aber da muss ich wieder ganz nach oben rennen für, Mann, und dann finde ich es doch nicht wieder. Ich will doch jetzt die Solaranlage bauen, aber wir müssen auch noch Holz, wir brauchen noch Bretter, ich muss auf jeden Fall noch auf dem Dach kommen. Damit zum Beispiel. Oh Mann, sind wir nah dran. Mein Lebensenergie ist aber gut, ne? Falls da jetzt einer kommt. Okay, das scheiß auf das Eisen da. Aber auch wirklich kein verfluchtes Zeugs hier in mir. Oh, Vorsicht. Ah, wir hatten ein Bein gebrochen. Wir hatten das Bein gebrochen. Okay, auf nach Hause, komm. Und mit was in der Tasche? Oh, ein kleines bisschen Erfolg ist es auf jeden Fall gewesen, ne? Vor allen Dingen Fett. Computerchips und Eisen. Nochmal 4 Küpferli. Aber das sind mir zu wenig. Wir müssen da unbedingt hoch. Wie kann ich am besten auf dem Dach, ohne dass man so teuer bauen muss, ne? Das ist die Kacke. Wow, 33 Eisen. Und da kommt sogar noch was dazu. Gut. Da. Oh, wird das uns einschmelzen? Heftig, oder? So, das Püffchen brennt immer noch. Auch noch genug. 7-mal Fett kommt da jetzt rein. Oh, guck dich das an. Das gibt wieder schön Benzin. Und das war nicht fast nicht gewollt, dass wir das haben. Das Problem. So, Fleisch brauchen wir gleich sowieso. Das machen wir uns gar, während wir aufräumen. So. Das haben wir schon 4 Flaschen. Das hier. Ein Sämchen für Kotteln. Ein bisschen Stoff. Da haben wir 6 von jetzt. Sehr schön. Das kommt woanders hin. Das kommt woanders hin. Das kommt woanders hin. Das kommt hier rein. 28, 29. Perfekto. Schön. Ordnung ist das halbe Leben. Nägel. Computerchips. Und das brauchen wir jetzt, glaube ich, gleich. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Das ist doof.
Also hier haben wir ja schon ganz geschickt gebaut, ne? Aber warum ist das... Ach, dieser Millimeter, der fehlt, ne? Wie bückt man sich mit C? Muss man alten Counter-Strike-Trick anwenden, aber das geht nicht. Vielleicht kann man ja doch irgendwie leicht bauen, also... Upsa. Kostet ja nicht viel in der Herstellung, so eine Ladder, oder wie das Ding da heißt. So, eine Leiter fehlt eigentlich komplett, ne? Quatsch. Das können wir doch alles in Hosentasche machen, aber ich habe keine... Ach, ich habe Munition vergessen wegzukommen. Mann, ich vergesse aber auch immer irgendwas. So. Hier brauchen wir noch einen Schuss, drei davon. Ach, das sieht so gut aus, aber leider... Guck mal, Bretter haben wir auch noch. Dann brauchen wir nur ein paar Nägel, ne? Ich mache erstmal eins. Haus. 10 Nägel. Vielleicht machen wir dann doch zwei. Ne? So, 10 Nägel. Ganz schnell im Auftrag geben. Wer weiß, vielleicht habe ich da noch eine andere Idee. Halt. Timmy ist so vergesslich, was das betrifft. Haut den Steak auf den Zahn. Das schmeckt bestimmt voll lecker. Müssen wir Salz und Pfeffer geben. Asche. Maximal produziert. So, jetzt da hochbauen. Aber ich will ungern... Aber wir können nicht anders, oder? Doch, wir können auf der Rückseite des Hauses. Was mit dir? Level 7 bist du bald. Ach, du gehst ja ab. Zeig mal. Essen, trinken, hasse. Viel AA hast du gemacht. Sehr schön. Isst du vielleicht ein Fleisch? Nö. Der isst natürlich kein Fleisch. Blödsinn, ne? Gut, Boah, was tut er denn? Was ist das? Hör auf damit. Ah, ein bisschen weiter nach hinten wäre schon schön. Wow. So, dann noch eine Etage, dann sind wir auf dem Dach. Sehr schön, oder? Müssen wir jetzt nur einen bauen, ist klar. Schön, dass wir die Materialien da haben. Sehr erfrischend. Ne, Hasi? Oh, der ist fertig mit Schmelzen von dem Kupfer. War aber zu wenig. Also wir müssen das auch mal im Auftrag geben, ne, bevor wir jetzt hier vergessen. So. Dann nehme ich dich mal raus. 22 Kupfer. 500 Energie. Oh no! Oh, das ist aber neu, der Bug. Naja, er produziert noch ein bisschen. 500 Energy, wir machen mal kurz hier einen Cut rein, dann verbrauchen wir nicht so viel Energie. Warum produzieren wir denn 0 gerade? Ist doch Tag. Hallo? Muss ich erst sauer werden? Oder haben wir gerade die Sonne weg? So ein Finsternis gibt's doch nicht. Doch, 0,09. Produced es. Okay, Energie kommt aber blitzschnell rein. Wir checken mal ab, ob wir irgendwie auf dem Dach kommen. Das hat ja gut gesnappt gerade. Ein bisschen übersnappt sogar. Das wäre völliger Sinnmist hier. Vor allem, wie soll das denn klappen? Das wäre ja völlig falsch rum. Ich glaube, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als so ein bisschen seltsam zu bauen. Wir müssen halt einen gewagten Sprung machen. Wow! Das überhaupt? Boah, kann der weit springen. Das geht schon mal nicht. Das Dach der Welt. Ich will doch nur auf das Dach der Welt. Ah, wir hätten von vornherein so bauen sollen, ne? Zeig mal. Wir haben Material, wir haben genug. Ja, er kommt da nie an der Kante dran. Das ist ja witzig. Das ist ja eine fiese Geschichte. Komm, bau fertig. Kann man das dann? Ich bin gerade überlegen, der müsste eigentlich gehen. Ist halt ein bisschen wild, ne? Wenn er das snappt. Oh Mann, warum snappt er denn irgendwie? Das ist voll nervig. Jetzt müsste ich da rein technisch eine Foundation hinsetzen. Vom Snap-Point her ist das echt kacke gemacht, teilweise. Ich könnte jetzt hier so ein skurriles Bauwerk hinsetzen.
wir wollen doch nur aufs Dach. Wir müssen doch auch unser Schornstein fegen. So wäre doch optimal gewesen. Ja, man kann ja hier tricksen und drehen und machen und tun, aber... Genau, dann drehe ich mal hier. Unser seltsames Gebäude hier. Hat er schon eingesetzt. Das ist das Doofe jetzt. Mann! Was? So hätte ich das eine bauen müssen, ne? Ne, gar nicht. So ist es gebaut worden. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? So wird das aber klappen. Das nenne ich meinen Aufgang. Hä, wie kommt der denn da nicht drauf? Ist der doof oder was? So, wir sind auf dem Dach. Also wir kommen auf dem Dach. Wir können endlich noch mehr Solarzellen draufbauen. Juhu! So, jetzt haben wir 500 Energie. Und wie gesagt, diese Folge sollte diesen Erfolg dadurch gekrönt werden, dass wir eine bauen. Das fehlt 150 Masse. Yeah! Also 50 fehlt. Scheiße. Das ist nix. Man kriegt überhaupt nichts dadurch. Scheiße. 50 Masse. Oh, wir haben nur noch 100 Nägel. Das würde ich sehr ungern dafür benutzen. So, wenn ich die... Das wären 50 gewesen. Ja, wunderbar. Die brauche ich ja gleich, ne? Split. 150 ist safe. Ein bisschen haben sie bekommen. Mehr. Ich glaube, die brauchte ich aber gerade, ne? Das war bestimmt genau 10. Weil ich wieder nicht aufpasse. So. Nein, ich brauche 10. Hab ich nur einen drin? Ne, habe ich natürlich nicht. Wie doof. So. Mann, das ist aber teuer, ne? Scheiße, wollte ich jetzt ja nicht so. Ach, ist egal. Weil wir wollen ja erstmal die Solaranlage fertig bauen. So, da kommt sie. Wird auch schnell gebaut, immer. Wollen wir was gucken. Und das ist die Nummer 3. Schon ziemlich heftig. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich eine auf dem Balkon gebaut habe, weil... das jetzt ja ein bisschen stört, ne? Optisch. Aber ist egal. Energie ist Energie. Ja, somit die, ne, wir machen die alle gleich. Und die nächste Energiequelle, ne, lässt sich natürlich weiterhin upgraden. Aber ja, hier. Mehr 25%. Das ist gar nicht so teuer, aber das müssen wir uns dann später mal angucken. Ob wir da eine Muse zu finden. So. Jetzt geht die Sonne unter. Top, ne? In 2. In ein Wow. Ich glaube aber, wir brauchen jetzt schon weniger. Also ich hoffe, die Sonne, die scheint noch. 015. Nur durch Sonnenenergie jetzt. Kein Scheiß. Heftig. Nicht schlecht. Oh, jetzt geht die Sonne weg. 04. In der Nacht verbraucht der Kühlschrank dann Energie. Okay, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.